Hallo mein Lieben und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge hier von Transport Fieber 2 mit unseren Kutschen. Im Hintergrund kommt die Dampflok noch schön angetuckert. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr seht es unten rechts, wir sind im Jahr 1862, ich habe ein bisschen vorgespult. Unser Kontostand sieht jetzt mittlerweile auch ziemlich gut aus. Auch wenn gerade viele rote Zahlen zu sehen sind. Ich habe einen zweiten Zug hier auf die Linie gesetzt. Unsere Stahllinie. Aber die Produktion kommt nicht so wirklich in Gang, auch wenn hier ziemlich viele Kutschen unterwegs sind. Aber was ich mit euch machen will, ist, wir haben eine neue Lok. Kostet. Nein, Moment, wieder weg. Kostet. Wo haben wir es denn da oben? Kostet 54.000 pro Jahr, fährt nur 5 km/h schneller als die D1-3, die Borsig hier, aber hat auf jeden Fall ziemlich viel mehr Leistung, nämlich insgesamt 24 Kilowatt mehr und 5 kN mehr Zugkraft und die Emission ist eine weniger, 77 anstatt 78. Sehr schön. Und wir haben neue Passagierwaggons. Die sind mir aber ehrlich gesagt zu teuer dafür, dass sie nur 2 Passagiere mehr beherbergen können. Aber die Höchstgeschwindigkeit geht natürlich nach oben. Ja, das ist natürlich doof. Fällt mir gerade so auf. Wenn wir jetzt die Lok nehmen, können wir trotzdem nur 40 fahren, weil ja die Waggons nur 40 zulassen. Und deswegen lassen wir unsere Passagierlinie, die ja eh Plus macht, wie ihr hier seht. Am meisten macht hier Bretterwerkzeugfabrik. Minus, und das liegt an den 24 km/h hier. Deswegen, diese Linie muss auf jeden Fall ersetzt werden. Die Loks sind auch schon ziemlich alt. Die Züge an sich sind schon ziemlich alt. Ihr seht es hier. Ja. Alter, also das sind in das Echtzeit, ihr seht es. 87% der Lebensdauer schon erreicht. Der Legensdauer steht da. Legens. Das hat man. Übersetzungsfehler vom Feinsten. Legensdauer. Deswegen ersetzen wir die. Ist natürlich nur die Frage, ja, jetzt habe ich wieder kein Depot mehr. Verdammt. Brauchen wir auch gar nicht, fällt mir gerade ein. Man klickt jetzt nämlich einfach nur auf den Zug, geht auf Configure, dann wählt man den aus, dann geht man hier auf Fahrzeugersatz, ersetze gewähltes Fahrzeug. Dann geht das Fenster auf und dann kann man sich hier aussuchen, so was es ersetzt wird. Jetzt muss ich nur mal gucken. Ah, die schaffen 50, Gott sei Dank. So, machen wir so. Und dann können wir hier unten ersetzen für 799.000. Wird natürlich teurer, weil der Wert der Lok, die wir ersetzen, ja abläuft. Deswegen machen wir das jetzt. Und dann seht ihr, zack, haben wir den neuen Zug immer noch beladen. Jetzt frage ich mich nur, ist das ein gutes Feature oder ein schlechtes? Eigentlich finde ich ganz cool, weil so kann man natürlich in Windeseile seine Züge ersetzen, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so ein bisschen arg unrealistisch. So, das sind auch viel zu viele Waggons hier. Das sind ja 9 Waggons, das ist viel zu viel. So. Wieder die Lok. Die Borsig. Und da reichen. Dann machen wir 6. Das reicht. Kostet 600.000. Und zack. Auch der Zug ist ersetzt. Mir ist noch was aufgefallen. Wenn man sich hier reinsetzt,
Früher konnte man ja mit Alt-GR und G den HUD anstellen und damit den Mauszeiger da unten die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern. Oder halt Pause drücken. Ich drücke gerade Pause. Okay, mein Cursor ist jetzt da bei Cockpit platzieren. Oder? Nee. Hä? Naja, wir machen den HUD mal aus. Das ist halt doof, dass man hier nicht mehr die Geschwindigkeit erhöhen oder verringern kann. Ich gehe noch mal kurz unter Steuerung und Tastenzuweisung. Pause. Das ist nämlich auch cool, man kann jetzt hier zuordnen. Die Tastaturbelegung. Ich habe Pause gar nicht belegt mit Pause. Wo haben wir denn jetzt hier Pause? Asset-Menü. Naja, auf jeden Fall will ich euch hier Pause. 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 Ich drücke gerade Pause. Es passiert einfach nichts. Ja, ist ein bisschen schade. Das ist also alles noch nicht ganz ausgeklügelt. So, der dödelt sich trotzdem ein hier zurecht. Ich spule mal gerade vor, weil ich will sehen, an der Steigung da, ob er zumindest ein bisschen schneller fährt. Ja, das ist auf jeden Fall viel besser als vorher. Knapp 10 km/h, der hier schneller ist. Er kackt zwar auch ab, aber nicht so ganz wie unser alter Zug. Sehr schön. Es hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. So, und dann würde ich noch unsere Stahlzüge hier, weil hier stauen sich nämlich die Bretter. Ihr seht ihr, 44 im Lager. Aber Stahl haben wir zu wenig. Und deswegen muss unser Stahlzug, kann hier nochmal gucken. Oh, die Stadt entwickelt sich gut. Aber ich sitze hier im Emissionen. Mir ist das gar nicht aufgefallen. Jetzt lasse ich ihn da einfach stehen, weil wir ja trotzdem 90% Stadtwachstum haben. Aber wenn wir hier auf Emissionen gehen, ja, hier ist natürlich genau das Wohngebiet. Jetzt hier Landnutzung, ja, habe ich gar nicht dran gedacht. Hier oben im Städtchen ist das jetzt nicht so ein großes Problem. Hier haben wir immer noch gut. Aber schon wieder 23. Oh, hier sind auch schon große Häuser entstanden. Schaut mal. Sehr schön. Wenn wir hier die Landnutzung anmachen, hier ist das Wohngebiet natürlich direkt dahinter. Das macht nicht so viel aus hier. Alles gut. Sind die Kutschen zwar ein bisschen zu laut, aber naja. Okay. Sehr cool. Hier unten können wir noch mal gucken, ob wir noch... Ja, hier haben wir auch Very Bad. Das ist, sind hier die Kutschen. Die können wir auch mal ersetzen. Configure. Dann können wir hier alle auswählen. Alle. Ersetzen. Passagier, Postkutsche. Alle ersetzen. Zack. Sehr gut. Seht ihr? Sehr gut. Was machen wir jetzt mit den Kutschen hier in Neindorf auch? Einfach hier auf eine Kutsche klicken, Configure und dann sehen wir alle der Linie und dann können wir die ersetzen. Können wir mal schreiben, wie ihr das Feature findet. Ich finde es nicht schlecht, aber ja. Okay, hier gehen die Emissionen auch hoch, umso älter die Kutschen sind, also umso älter die Fahrzeuge sind. Okay. Noch mal nach unserer hier der Zug, die Personenlinie, die läuft richtig gut. Erz hier oben läuft auch richtig gut. Holz, Kohle, ja, da haben wir aber auch nur 8 Kutschen. Maschinen laufen auch gut.
Ja, das einzigste ist halt hier Bretter Maschinenfabrik. Das ist die Linie. Diese hier. Boah. Könnten wir mal ein paar Waggons wegmachen. Wie sieht es denn hier aus? 50% der Lebensdauer, den könnten wir vielleicht auch gleich mal ersetzen. Und dann machen wir einfach nur 4 Waggons. Da können wir aber bei der Lok bleiben. Und nehmen 4 Waggons. 1, 2, 3, 4. Kostet auch nur in Anführungsstrichen 220.000. Aber das Ganze wird natürlich billiger, weil wir die Kosten für die Waggons sparen, die Lok neuer ist, die Lok auch schneller fahren kann. Könnten wir eigentlich auch mal ersetzen. Auch schon 50% hinter sich. Teil 2 Loks. Auch viel zu viele Waggons, glaube ich. Da habe ich mich echt vertan. So, der dödelt auch hier hoch. Was wartet denn hier oben Schönes? Oh, hier warten schon wieder 14 Stück. Aber irgendwie, wie gesagt, wir haben hier, jetzt haben wir zu viel Erz, sonst hatten wir mal zu viel Kohle. Ich komme hier gar nicht hinterher, das abzutransportieren. Kutschen sind halt einfach viel zu langsam. Diagramme. Ah, ich kaufe noch mal 2. Kohle. Ich brauche auch Kohle. Und das Feature hier unten ist halt auch ziemlich cool. Hier sieht man, wie viele Passagiere man insgesamt transportiert hat, wie viel Cargo. Ich glaube, irgendwann, wenn man hier wirklich etliche Stunden auf einer Karte verbracht hat, hat der jetzt eine dunklere Plane als die. Auch komisch. Könnte das schon richtig cool sein. Hier unten dann riesengroße Zahlen stehen. So, immer noch 16. Wir brauchen Kohle. Okay. Erz. Aha, gucken wir uns die Erzlinie mal an. Bedingungen. Very bad, oh ja. Maschinen. Ja, müssen wir ersetzen, bleibt uns nichts übrig. Alle. Was ist das hier eigentlich? Farbe ändern. Ersetze die Fahrzeuge, genau. Europäisches Pferdefuhrwerk. So, dann hatten wir noch hier Kohle. Ja, das sind aber nicht alle. Das ist natürlich jetzt doof. Sieht man das hier irgendwie? Nee. Ja, das ist natürlich blöd. Muss ich jetzt alle einzeln machen? Lieber Gott. Wird auch ersetzt. Das ist natürlich gefummelt. Das jetzt alles einzeln zu machen. Ich meine, das sind jetzt noch nicht viele, aber das irgendwann, wenn hier irgendwann Hunderte, wenn nicht gerade Tausende von Fahrzeugen rumfahren hat, ist das natürlich ein Gefummel. Ich finde, klar, man kann die Wartung erhöhen, dann wäre ich jetzt aber wahrscheinlich mehr als nur pleite. Aber ich finde, da kann man dann noch einfach, wenn er denn kommt, wieder diesen Mod nutzen, dass die Fahrzeuge gar nicht altern oder halt sehr, sehr langsam altern. Ohne dass es erheblich mehr kostet. Ich weiß, dass es die Möglichkeit gibt, hier einfach unter Configure kann man ja hier
Wartung konfigurieren, aber die Betriebskosten gehen halt einfach immens nach oben. Schlicht ergreifend zu teuer. Machen wir das einfach so. Natürlich echt. Ein Gefummel. Gleich haben wir's. Zwei Stück noch. Den Rest warten wir halt, bis die Meldung kommt. So. Zack. Nur noch 1 Million. Was ich halt geplant habe, ist, neue Redwish hier hinten bald mal anzuschließen. Hier wohnen nämlich auch schon 100 Menschen. Die brauchen Backsteine und Brot. Und Backsteine haben wir hier hinten. Das ist schon mal sehr gut. Dann bringen wir hier die Steine vom Steinbruch, der übrigens auch ziemlich cool aussieht. Das sind halt die gewohnten Gebäude aus dem ersten Teil. Aber ich finde, da steckt viel Liebe drin. Mit der Absperrung so. Aber auch hier hätte ich mir halt gewünscht, dass man hier reinfährt, dann hier runter, hier irgendwo lädt, hier wieder raus. Wäre halt schon cool. Und dann haben wir hier die Baumaterialfabrik. Das sieht jetzt ein bisschen öde aus. Aber hier auch der Bauernhof. Ist halt richtig toll. Hier mit den Kühen. Die animiert. Ja, die Schwänzchen wackeln. Hier auch. Die Kuhstelle kennt man halt auch aus dem ersten Teil. Hier, wenn es das mal als Asset gibt, kann man halt auch ein cooles Klärwerk bauen. Hier auch. Heuballen sehen richtig schön aus. Auch hier. Quader. Cool. Richtig toll. Und halt hier die animierten Felder. Sehr schön. Nicht nur so eine alle Bodentextur. Richtig schön. Okay. Was sagt denn hier die Linie jetzt? Kommt ihr jetzt besser klar? Schauen wir mal. Beretta-Maschinenfabrik. Joa, das sieht gut aus. 166.000. Sehr gut. Dann werden wir den Stahlzug dann natürlich noch ersetzen durch die neuen Loks. Boah, der ist halt fast voll, ne? 18 von 20, das ist schon nicht so schlecht. Der zweite kommt gerade. Oder 12 von 24. An dem Qualm sieht man halt auch gut, dass sie gerade produzieren. Die haben wahrscheinlich gerade Kohle bekommen, genau. Man braucht halt jeweils 2 Erz und 2 Kohle für 1 Stahlbarren. Ja, und ich hatte es mir halt auch so gedacht, dass ich hier echt laufen lasse. Auch hier kann man ja auch einstellen, Viertel der Geschwindigkeit oder die Hälfte, dass ich so auf ein Viertel laufen lasse. Letztens war ich auch, da habe ich gegessen, habe einfach hier auf volle Geschwindigkeit gestellt für eine Viertelstunde. Danach war der Kontostand hier unten wieder im Positiven ordentlich. Es gab auch Fragen wegen Einbahnstraßen. Die gibt es, glaube ich, hier jetzt noch nicht. Ne? Hier haben wir Bahn, genau. Das jetzt? Tramgleis, genau. Wir bauen jetzt hier ein Tramgleis. Selbstverständlich. Ja, zu der Epoche gibt es leider noch keine Einbahnstraßen. Und das kommt dann alles später. Cool sieht es ja schon aus mit den Kutschen. Oh, fällt mir gerade ein.
wir haben ja hier eine Stadt und hier eine Stadt. Da werde ich dann auch Schiffe fahren lassen. Okay, Flughafen ist ausgegraut, das gibt es noch nicht, aber Hafen kann man schon bauen. Wird wahrscheinlich auch die ersten Schiffe geben. Hier haben wir eine Ölquelle. Und hier hinten, nee, hä? Gibt es hier gar keinen Treibstoff auf der Karte? Doch, hier. Eieiei, wo waren jetzt die Ölquelle? Hier unten müsste man Öl hier hin, dann wird es Rohöl und dann hier hin, damit es Treibstoff wird und dann können wir den hier hinbringen. Okay. Aber wie gesagt, nächstes Ziel ist dann hier das Städtchen Neuredwisch. Windows lässt grüßen. Diese Benachrichtigung, ich habe sie ausgemacht, ich habe sie. Keine Ahnung. Immer im Spiel, im ersten Teil waren sie, als ich ihn gespielt habe, aus, aber naja, dieses kleine Dürüdüm ist jetzt auch nicht so schlimm. Okay, da würde ich den Bahnhof hier hinbauen. Und dann können wir ja schön hier mit rein. Das passt ja. Dann werten wir den auf. Hier ist ja auch noch gut Platz. Sehr schön. Ah, die bauen aber wie die Wilden hier. Das ist schon cool. 317 haben wir jetzt. Hier wird echt schön gebaut. Ich habe bei Gaming Potatoes im Stream gesehen, es gibt ja Kreisel, die man bauen kann. In der Mitte ist Gras, da ist nichts. Und das fand ich echt kacke. Also wenn wir in der Epoche sind, zeige ich euch, was ich meine. Da hat die KI im Kreis, im inneren Kreis des Kreisels Häuser rundherum im Kreis gebaut. Das war dann so wie hier, nur modernere Häuser halt. Und die waren im Kreis, im Inneren des Kreisels, das sah ziemlich kacke aus. Ich mag KI-Bau ja eh nicht, aber ist auch mal ganz nett, mit KI zu spielen. Und das sieht ja gar nicht so schlecht aus hier, das Wohngebiet. Auch hier hinten drin so. Schon schick aus, auch mit den Hecken. Der Hans Dampf hat das ja mal gesagt. Erstmal Grüße an ihn. Hat ja auch ein Video gemacht zum Release. Ja, zum Release kann man nicht sagen, als das Embargo halt vorbei war, am 27.11. um 19 Uhr. Und er hat jetzt schon über 10.000 Aufrufe. Und ich finde, er hat das einfach verdient. Er ist und bleibt der Schönbaukönig. Hat da wieder echt ein cooles Video gemacht. Grüße an dich. Und der hat das mal gesagt, das wollte ich euch eigentlich sagen, wenn man das hier schon dran setzt, diese ganzen Assets, dann setzt doch bitte auch jemanden da rein. Bitte. Und lass es nicht einfach ungenutzt da stehen. Hier auch. Heiko Scholz mit Zylinder. Mit Edith Engel. Ist halt schade, dass hier nichts drin steht. Niemand drin sitzt. Ja. Ich würde sagen, ich melde mich mal ab für diese Folge. Werde ein bisschen Geld weiter generieren, gucken, dass ich hier noch ein bisschen was ersetze an Zügen und Kutschen. Eins können wir noch zusammen machen. Ich wollte mal hier gucken. Ja, hier. Maschinenversorgung ist super. Hier haben wir 110%. Und mittlerweile ist auch hier der Lärmpegel nur noch bei 10. Gucken wir da. Sehr schön. Ja, hier haben wir auch 70%. Hier liefern wir ja nur Werkzeuge hin. Editor, was ist denn hier bei Editor? Hier kann man auswählen, was die brauchen. Okay, hier könnten wir jetzt auch auf Maschinen umstellen. Mal. Ziele. Ah, wer wohin fährt, guckt mal einer an. Cool. Aha. Linienbenutzung 82% hier in Eindorf. Aber Kleinkneemer nur 17. Naja, okay. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr mir ein bisschen Feedback da lasst und beim nächsten Mal wieder einschaltet.
Ich melde mich, wenn ich was Neues für euch habe. Event bin raus. Macht's gut. Ciao.